Aus Mythen werden wieder Begriffe. Die Dekadenz ist da. Dekadenz bedeutet nichts weiter als Trübung der Instinkte unter Einwirkung des Bewusstseins. Das Bewusstsein ist überall hin eingedrungen und sitzt nun tief im Mark. So lebt auch der Mensch nicht mehr im Dasein selbst, sondern in der Daseinstheorie. Heutzutage tötet man im Namen irgendeiner Sache. Man wagt nicht mehr, es spontan zu tun. In Leben und Tod hat sich die Abstraktion eingeschlichen. Paulus, ein Epileptiker, trägt den Sieg davon über 5 Jahrhunderte Philosophie, die Vernunft beschlagnahmt von den Kirchenvätern. Da im Jahr 529, da auf eine Verfügung Justinians die Schule von Athen geschlossen wurde, das Recht auf Dekadenz von Amts wegen aufgehoben, Glauben als Bürgerpflicht. Es ist der schmerzlichste Augenblick in der Geschichte des Zweifels. Biologie, Physiologie, Psychologie, groteske Namen, die unserer Verzweiflung ihre Schlichtheit nehmen, unsere Lieder analysieren und uns alles Deklamatorische verachten lehren. Unsere gelehrten Bitterkeiten sind durch Traktate hindurchgegangen. Sie erläutern uns nun unsere Schmach und klassifizieren unsere Wahnideen. Die Jahrhunderte sind schwerer geworden und lasten auf dem Augenblick. Wir sind verfaulter als alle bisherigen Zeitalter, zerfallener als sämtliche Imperien. Wir sind die großen Altersschwachen. Urträume drücken uns zu Boden. Nie mehr bringen wir Utopien zu Wege. Wir sind Techniker der Müdigkeiten, Totengräber der Zukunft, die entsetzt sind über die Verwandlungen des alten Adam. Der Baum des Lebens, er geht keinem neuen Frühling entgegen. Sein Stamm ist verdorrt. Man wird aus ihm Särge zimmern für unsere Knochen. Träume und Schmerzen. Unser Fleisch hat den Gestank der schönen Kadaver geerbt, die über die Jahrtausende hin verstreut liegen. Ihr Ruhmesglanz bestrickt uns. Wir haben ihn ausgekostet bis zur Neige. Auf den Friedhöfen des Geistes ruhen Prinzipien und Formeln. Das Schöne wurde definiert. Es liegt hier begraben. Und ebenso das Wahre, das Gute, das Wissen und die Götter, sie alle verwesen hier. Die Geschichte? Rahmen, innerhalb dessen die Majuskeln in Staub zerfallen und mit ihnen alle jene, die sie ersannen und denen sie teuer waren.
ein einziger Tropfen von dem, was ich empfinde, in die Hölle fiele, sagte Katharina von Genua, so würde er sie im Nu in ein Paradies verwandeln. Früher glaubte man, die Welt sei aus einem Genen des Teufels hervorgegangen. Heute ist sie lediglich eine Täuschung der Sinne, ein Vorurteil des Geistes, eine Verwirrung des Gefühls. Theologie. Ich bin guter Laune. Gott ist gut. Ich bin mürrisch. Er ist böse. Gleichgültig. Er ist neutral. Seine jeweilige Stimmung stattet ihn mit den entsprechenden Attributen aus. Liebe ich das Wissen, so ist er allwissend. Und bete ich die Macht an, so ist er allmächtig. Die Dinge erscheinen mir existent, er existiert. Sie scheinen mir illusorisch, er verflüchtigt sich. Tausend Argumente stützen ihn, tausend vernichten ihn. Meine Begeisterung belebt ihn, meine Verdrossenheit erstickt ihn. Kein einziges Bild könnten wir entwerfen, das veränderlicher wäre. Wir fürchten ihn wie ein Untier und zertreten ihn wie einen Käfer. Wir beten ihn an, er ist das Sein. Wir lehnen ihn ab, er ist das Nichts. Diese Männlein und Weiblein, lauter Gedärm, das zuckt und rumort. Ich will nichts mehr gemein haben mit diesem Planeten. Jeder Augenblick ist nur ein Stimmzettel mehr in der Urne meiner Verzweiflung. Eine auf Begriffe gestützte Weltanschauung ist nicht minder legitim als eine aus Tränen hervorgegangene. Argumente oder Seufzer, zwei Arten der Erkenntnis, die gleich beweiskräftig und gleich nichtig sind. Plötzliche Eingebung und Beflissenes sich vertiefen, führen zu den gleichen endgültigen und lächerlich belanglosen Resultaten. Erst seit Beethoven wendet die Musik sich an die Menschen. Seitdem es die Gesellschaft gibt, wurden all jene, die sich ihr zu entziehen versuchten, verfolgt und verhöhnt.